Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich habe wie versprochen offline, sage ich mal, ein bisschen, ja, ich bin offline ein wenig auf Entdeckungsreise gegangen, wollte ich damit sagen, und bin zu der Aurora geschwommen und ja, bin da ein bisschen tiefer getaucht und so weiter. Und da habe ich tatsächlich ein paar coole Sachen gefunden. Da lagen ein paar Datentresore. Und unter anderem habe ich, das kann ich euch mal zeigen, Baupläne für ein See, für so ein Seemotte, für so ein Unterwasserschiff gefunden. Und ich habe die letzten, also ich habe noch ein paar Teile für diese Batterienladestation gefunden. Das andere, was wir da noch nicht fertig hatten, das habe ich leider nicht gefunden. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was das gewesen ist. Aber ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet, muss ich ehrlich gestehen. Denn ich habe für die mobile Fahrzeugstation, wo ich ebenfalls den Blueprint gefunden habe, die Ressourcen schon zusammengemehrt und zusammengemacht. Das heißt, wir werden uns jetzt so eine mobile Fahrzeugstation, Gedöns, Dingens, Bummens bauen. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Dauert ein bisschen länger. Zack. Habe ich drin. Okay. Ich nehme das mal auf die 3, genau. Für die Aurora brauchen wir aber. Moment, ich muss erstmal, glaube ich, rausgehen. Warte mal, mobile Fahrzeugstation aufsetzen. Was war denn das jetzt? Es hat gerade rot geleuchtet. Ich gehe mal in Richtung zu unserem, oder ich schwimme mal in die Richtung zu unserer Basis. Und werde die mal auf der anderen Seite dorthin setzen. Gucken, ob das jetzt so geht, wie ich mir das denke hier. So, aufsetzen. Ach so. Ah ja, das Ding schwimmt. Na gut. Das Ding schwimmt. Was ist das? Mobile Fahrzeugstation benutzen. Okay, Titanbarren brauchen wir noch. Energiezelle, Glas und Schmierstoff. Dann werde ich mal noch eine Energiezelle herstellen. Jetzt habe ich das Ding natürlich dort hinten hingepackt. Ist natürlich blöd. Ich dachte, naja, egal. Glas herstellen. Zwei Glas brauche ich, glaube ich, dafür. Dann eine Energiezelle. Energiezelle brauche ich, genau. Titanbarren. Titanbarren. Irgendwo hatte ich doch noch hier eine ganze Kiste voller Titan. So, jetzt geht's. Ne, das war Kupfer. Hier war Titan. Hä? Oder war es hier drin? Da. Ach, hier sind sogar noch Titanbarren. Jo. Ist das alles gewesen? Also Schmierstoff, Schmierstoff. 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 Mist. Wozu, wie kann ich denn nochmal Schmierstoff herstellen? Ressourcen? Hier. Schlingpflanzen, Samen, Büchsel, Büschel. Ach so. Das sind die hier. Haben wir natürlich nicht. Da müssen wir wieder zu diesen Dings schwimmen.
Im Dunkeln ist das aber ein bisschen. Ah, na doch, jetzt wird's hell. Jetzt wird's hell. Da ist die mobile Station. Und. Ja, ich schwimme mal in die Richtung der mobilen Station. Genau, da sind nämlich auch diese Schlingpflanzenbüschel. Und da sind ja diese komischen Tropfen dran, die wir benötigen. Da unten. Der werde ich jetzt erstmal nochmal kurz volltanken mit Luft. So. Und wieder runter. Und hier werden wir... Da unten ist schon was. Denn hier müssen wir aufpassen. Dieser komische Hammerhai, das ist so sein Territorium. Und das gefällt dem nicht, wenn wir hier rumschwimmen. So. Mehr brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Wir wollen ja nur diesen Schmierstoff herstellen. Und deswegen schwimmen wir erstmal wieder zurück. Ich nehme mal auch das Werkzeug aus der Hand. Schub, schub. So, wenn er die ganze Zeit in dem Taucheranzug ist, ob der da auch schrumpelige Haut bekommt oder sowas? Weiß man nicht, ne? So, Schmierstoff, wo war das? Hier. Haben wir jetzt eigentlich alles verbraucht? Ah ne, eins haben wir noch. Gut, jetzt können wir aber... Jetzt können wir aber... Warte mal. Ich... Ah ja. Ah! Okay. So, jetzt aber. Jetzt ist es ein bisschen näher dran. Aufnehmen, Modifahrstation. Klettern, linke Maustaste. So. Benutzen. Jetzt können wir es herstellen. Sehr schön. Unser erstes U-Boot. Welcome aboard, Captain. So. Das hat 89 Energie, Gesundheit und 89% Energie, oh Mann, 3, 4, was ist denn da los? 89% Gesundheit und Energie 100%. Okay, wir haben ja noch das Reparaturwerkzeug. Mal gucken, ob wir das benutzen können, um das zu reparieren vielleicht. Toll. So, jetzt sind wir 199. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lädt sich das Ding auf? Über Solar oder was? Okay. Bevor ich mich losmache, werde ich erstmal noch ein paar Sachen sammeln. Quasi etwas zu essen, um meinen Hunger komplett aufzufüllen. Ich schätze mal, ich brauche dann nicht so viel, so viel Essen, wenn ich dann unterwegs bin, ne? Was ist denn das hier? Warum liegt denn...
Hier liegt schon wieder Gold rum. Und hier Kupfer? Verstehe ich nicht. Das habe ich letztens schon gefunden. Ganz komisch. Hier ist noch so einer. Okay, zurück zur Boje. Ein bisschen Essen herstellen. Halt, Essen. Warte mal, ich habe irgendwo Salz. Dann könnte ich nämlich das ein bisschen haltbarer machen. Nee. Doch nirgendwo Salz. Hier noch vielleicht. Hier ist Salz. So. Gepökelt. Das hält nämlich ein bisschen länger im Inventar. Zieht aber, glaube ich, wieder Wasser ab durch das Salz. Naja, okay, so viel habe ich jetzt auch nicht. Okay. So. Okay. Nein. Klubscher. Können wir nur normalen Klubscher herstellen? So, ja. Gepökelt. So, wir füllen unser komplett auf. Und dann ab ins Boot. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. So, das können wir ausmachen. Jetzt haben wir natürlich noch keine, es gibt ja hier auch die Möglichkeit, noch so eine Sachen dran zu bauen. Sowas habe ich bis jetzt aber noch nicht gefunden. Werkzeug und Waffen und sowas. Oder vielleicht auch so eine Sammler oder so, ne? Oh! Eieieiei. Es hat uns was gerammt. Soweit ich gesehen habe, kann das Ding 200 Meter tief tauchen. Und von daher wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben. Wir sind jetzt bei 160 Meter. Geht's aber wirklich tief.
Ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß gar nicht, wie tief man als Dings tauchen kann. Als, Naja, was bin ich denn eigentlich? Bin ich ein Mensch? Nee, ich bin, glaube ich, kein Mensch. Ich bin irgendwas anderes. Oh, hier! Mal gucken, was das ist. Zyklop-Triebwerksfragment gescannt. 13%. Gold. Ups. Oh, was ist das? Ah, was ist denn das? Ach du meine Güte. Schnell weg. Das sieht jetzt nicht sehr freundlich aus. Hier gibt es einiges an Gold, ja? Oh Mann. Also gefährlich ist das hier schon ein bisschen, ne? Hier ist so ein Datentresor, guck mal. Guck mal, was wir da drin haben. Verstärkter Taucheranzug, ha, okay. Genau. Hm. Naja, so ein paar Sachen, wie gesagt, habe ich über diese Datentresore gefunden. Ich habe aber noch so ein anderes Dinger gefunden. Was ist das hier? Was ist denn? Was ist denn das hier? Geil. Das sieht aus wie ein Alien-Unterwasser-Base oder so, ne? Triebwerksfragment. Ha. Kommt man da irgendwie rein? Oh, hier. Hier ist ein Eingang. Krass. Hm. Ob's hier, Tja, ob es hier Feinde gibt? Könnte man eigentlich so einen Screenshot machen, ne? Warte mal hier, wie war das? F11. Okay, gut. Wir sind am Ende einer Folge. Ich würde sagen, wie die Basis, was hier in der Basis so vor sich geht, werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Was? Okay, gut. Ja, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich wollte das noch lesen. Ja, bis dahin. Tschüss.